Lieben, zu einem neuen Video. Und dieser Vlog ist ein bisschen anders gestaltet als sonst. Ihr werdet mich hier das ein oder andere Mal aufpoppen sehen, wenn ich was zum Video ergänzen möchte. Aber kurz gefasst, Le Husband und ich waren mal wieder in London unterwegs, vor allem um bei Forbidden Planet vorbeizuschauen, aber auch um uns die neue Loewe X House Moving Castle Kollektion bei Selfridge anzusehen. Also mehr ich als er, aber jetzt zum Vlog und viel Spaß damit. Ist bitte diese Lichtinstallation beim Tottenham Court Road Station, also wirklich direkt neben der Oxford Street. Also falls ihr in London seid, schaut auf jeden Fall dort vorbei. Das ist auch frei und alles so offen gestaltet. Da könnt ihr einfach reinmarschieren. Und dann Forbidden Planet habe ich doch schon das ein oder andere Mal in einem Video gefeatured. Das ist einfach der perfekte Spot für Anime-Merch-Liebhaber und falls ihr auf der Suche nach Mangas seid, und ich kann bei den 3 für 2 Deals einfach, ich muss da immer zuschlagen.
ganze Setup und Display von diesem Pop-Up-Shop war natürlich erste Sahne, das muss man schon sagen. Das haben die echt super hingekriegt, auch natürlich mit dem wandelnden Schloss dort vor Ort. Das sah halt einfach Hammer aus. Die Kollektion, die ist ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Also einige Kleiderstücke, die sind super fragwürdig, andere sind ein bisschen mehr alltagstauglich, würde ich sagen. Und die Preise, die sind ziemlich teuer, würde ich sagen. Meine Favorites waren definitiv die Handtaschen mit Calcifer drauf. Was ich leider nicht in diesem Video gezeigt habe, ist, dass sie auch ein Café im ersten oder zweiten Obergeschoss haben, wo man in dem Sinn Afternoon Tea kriegt. Und das sieht auch so super aus. Und ja, danach sind wir dann noch was Japanisches essen gegangen und haben uns noch was Kleines von einer Bäckerei mitgenommen. Ich verabschiede mich jetzt von euch, schaut aber definitiv noch den Rest vom Vlog, denn am Ende zeige ich euch noch, was ich mir bei Forbidden Planet geholt habe. Und ja, vergesst nicht, dieses Video zu liken und subscribe den Channel, falls ihr mehr Otaku Stuff aus London sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. I think there is a 25, but they only had 24, so I got 24 of One Punch Man. This is a really good series. I started recently, Kaijun. So I got number 4 there. I think that's the latest one they have. And I believe this is a whole, like, a finished one. Like, there was, like, no number, so I assume it's just one big manga. And it seemed interesting enough to give it a go. Mm. There you go.